Ahoi, Kapitäne! Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Alf Kenobi! Heute wollen wir einen Soundcheck durchführen. Ich habe drei Kandidaten zur Auswahl, die schnell ballern und die einen guten Sound haben. Bei Zerstörer habe ich mal die Fletcher ausgewählt. Fletcher hat eine Schussrate von 2,1 Sekunden. Und 5 Geschütze. Was auch schnell schießt, ist die Friesland mit 1,4 Sekunden. Allerdings nur mit 2 Geschütztürmen. Ich glaube, dass der Fletcher Sound ein bisschen besser ist, weil er macht dann ununterbrochen bum 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 bum. Wir werden das gleich sehen. Ich fahre jetzt noch ein bisschen vor. Und dann geht's gleich los. Bitte euren Fernseher, euren PC, euer Handy, euer iPad auf volle Lautstärke, damit ihr auch den Sound jetzt dann genießen könnt. So, warten wir noch ganz kurz, bis jemand aufgeht, weil schon schnäbeln wir und haben dann keine Gegner, da ist er. So, los geht's. So, achter Soundcheck mit der Fletcher, volle Lautstärke. Weiter geht's mit der Bismarck. Colorado. Gerade zu beginnen ist es nicht so wichtig, es geht ja hier nur um den Sound. Also wie ihr hört, ist das ein ununterbrochener Soundcheck. Also das klappt total an. Wir sind inzwischen so bei 150 Treffer. Okay, können wir nicht bekommen. Oh, hat noch einer auf uns geschossen. Da haben wir noch eine Colorado. Ja, Soundcheck mit der Fletcher. Welches Schiff hat den besten Sound? T7 Fletcher. Dann kommt noch ein Kreuzer und noch ein Schlachter, habe ich im Angebot. Ihr entscheidet. Ihr könnt auch gerne im YouTube-Kanal kommentieren. Das ist schon ein irrer Sound. Das ist schon ein wahnsinniger Sound. Wahnsinnig cooler Sound. Er ist gleich hier jetzt richtig leise. Da sind wir jetzt leider zu weg von der Udaloi. Machen wir mal den Motorbus an, vielleicht kommen wir da noch hin. Kann es mir jetzt zwar nicht vorstellen. Fährt auch Richtung Kattenrand. Richtung 2 Uhr fährt die Udaloi, fährt also weg von uns. Schauen wir mal. Wir fahren mit 37 Knoten. Ja, ist schon weg. Okay, das war soweit der Soundtest Nummer 1.
mit der Fletsche. Ich habe jetzt noch zwei legendäre Schiffe im Angebot. Ihr entscheidet dann, welches Schiff hat den besten Sound. So, Nummer 7 war erledigt, dann gehen wir zu legendär. Und wir machen weiter mit einem Kreuzer. Legendär. Habe ich hier eine Des Moines im Angebot. Des Moines. Oder Des Moines oder wie auch immer. Ja, ich will jetzt nicht so viel verraten. Ihr müsst euch mal die Tarnung dann anschauen. Die hat nicht jeder. Da gab es mal ein bestimmtes Event. Ein Weltraumspektakel. Das hieß Interstellar-Gefechte. Und das war schon wirklich fantastisch. Irrer Sound. Mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Erstens mal optisch und zweitens auch vom Sound her. Und darum ist mein zweiter Kandidat ein Kreuzer mit dem besten Sound, die Des Moines. Und wir werden uns gleich mal die Tarnung anschauen. Jawohl, das sieht doch mal. Ja, ein Schiff muss gut aussehen und muss einen tollen Sound haben. Und beides zusammen macht ein gutes Schiff. Und dann macht es auch Spaß, mit dem Schiff zu spielen. Das Spiel muss Spaß machen. Es geht nicht nur immer ums Gewinnen und die Winrate. Einfach mal auch Spaß haben. Und da gehört die Des Moines mit dieser Interstellar-Tarnung sicherlich dazu. Sehr futuristisch hier nochmal die Türme. Und hier vorne die zwei Türme, also drei Türme mit 9. Also auch der Kommandoturm sieht geil aus. Ja, und zwei Interstellar-Flaggen habe ich noch mit drauf. Also fantastisch. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, wo wir da hinfahren. Welche Position wir fahren, ich denke bei A. Ja, sieht auf jeden Fall klasse aus. Sehe leider noch nichts, der Zerstörer müssten wir weiter vorfahren. Okay, da haben wir schon einen Zerstörer. Da haben wir eigentlich Stalingrad. Was haben wir hier? Feuerreichweite 16,9, also knapp unter 17. Ah, da haben wir einen Gearing. So, Soundcheck beginnt. Man beachtet den Widerhall nach dem Geschützfeuer. Bitte volle Lautstärke bei eurem Verzehr. So, wir müssen da aufpassen. Wir haben da jetzt schon ein paar Schiffe verloren. Stalingrad und eine Des Moines vor uns. Hier haben wir niemand zur Hilfe. Schwierig, schwierig. Eigentlich will ich einen Soundcheck machen und nicht das Spiel gewinnen. Okay, jetzt müssen wir gewinnen. Feind hat noch drei Schiffe. Dann rücken wir jetzt mal ein bisschen weiter vor. Und bearbeiten mal die Stalingrad und machen jetzt weiter mit unserem Soundcheck mit der Des Moines gegen die Stalingrad. Oh, die hat den weggemacht. Okay, weiter geht's. 3 gegen 3. So, aufpassen, Stalingrad ist ja fast wie ein Schlachtschiff. Scheiße. Ja, halbe Schiff hat er uns weggezogen. Ich hab's geahnt. So, wir schalten mal auf AP um. Wow.
Eigentlich sollte das der Soundcheck sein und nicht ums Überleben kämpfen. Oh, die Stalingrad. Ah ja, böses Schiff. Stalingrad ist ein böses Schiff. Leben, das ist ja Wahnsinn. So, Soundcheck wieder. So, da haben wir, wo sind jetzt die Stalingrad vor uns? Da müssen wir aufpassen. Haben wir die letzte Heilung angemischt? Oh, ist der wieder voll. Und hat die Geschütze zu uns gehabt. Wir haben noch 7000 Leben, wir hatten Brand. Der Sound ist fantastisch. Volle Lautstärke am Fernseher. Das war's. Kandidat Nummer 2 für den besten Sound. Legendäres Schiff Des Moines mit Tarnung Interstellar. Tarnung Interstellar ist es. So, dann haben wir last but not least. Ein legendäres Schiff, Schlachtschiff. Ja, mit dem größten Kaliber. Die Yamato. Yoitatakai Yamato Samuraito. Das ist das Einzige, was ich auf Japanisch kann. Das bedeutet auf ins Gefecht. Yamato, der Samurai trifft dich. Oder der Samurai haut zu. Yoitatakai Yamato Samuraito. Ja, das klingt ganz nett, als kleiner Zwischenspann. So, wir haben Nummer 1 getestet, einen Zerstörer, die Fletcher. Viel Bum Bum. Nummer 2, Des Moines mit Interstellartarnung. Sehr futuristisch, futuristischer Sound, aber gefällt mir gut. Und wir testen jetzt Nummer 3, ein Schlachtschiff, lange Wartezeit komischerweise. Ein Schlachtschiff. Yamato mit 460 mm Kaliber, das größte Kaliber hier. Und werden mal schauen, was der Soundcheck so ergibt. Ja, wir werden C jetzt mal nicht kämpfen. Ich hätte gesagt, wir fahren nach BA und versuchen da die Caps einzunehmen und unterstützen da unsere Leute. Und naja, aber ja auch eine schöne Tarnung auf dem Schiff. Ja, schwarze Türme, rotes Deck mit goldenen Verzierungen. Yamato 460er Kaliber. Meines Erachtens einer der besten Sounds hier im Spiel. Warum auch großes Kaliber? Großes Kaliber macht viel, großes Bum Bum. Ja, es geht gleich los. Warten wir auf das erste Schiff. Dann geht los der Soundcheck. Bitte Fernseher wieder auf volle Lautstärke. iPad oder Handy auch auf große Lautstärke, damit ihr den Sound auch mal richtig hört. Stalingrad hinter der Insel. Montana. Ja, da gehen wir mal rein. Ah, das klingt doch brutal. Das klingt doch wirklich brutal. Ja, der Mensch war eher weniger, hat ein bisschen nach rechts weggedreht.
Schauen wir mal, ob wir da irgendein gutes Ziel haben. Nein, die zwei fahren spitz. Zerstörer hinter der Insel. Da haben wir einen Zerstörer, der ist aber so gut wie tot. Nochmal ein Zerstörer, alles voll mit Zerstörer. Naja, wir brauchen ein gutes Ziel, wo wir auch treffen. So, da haben wir wieder die Montana, gehen wir auf die. Achtung, Soundcheck. Ja, Montana hat er wieder leicht gedreht nach links diesmal. Wow! Wir haben schon 5 Schiffe verloren. Feind hat die Führung übernommen, das ist ja uncool. Die Minotaur. Gering hinter der Insel, Minotaur sehe ich nicht. Hätte ich gesagt, machen wir weiter mit der Montana. Ist noch hinter der Insel, kann man nicht schießen. Rechts ist auch kein Schiff. Ja, wir liegen 2 Schiffe hinten, nicht gut. Was macht die Montana? Ah, die macht der Kehrtwende auch noch. Ach, das ist doch. Ja, was macht denn der Kollege da? Kommt doch zurück. Will er denn da oben am Kartenrad? Das ist weit und breit kein Schiff. Minotaur fährt weg. Gering hinter der Insel. Ja, toll, 6 gegen 3. Wir verlieren das Spiel. Konnte er nicht zurückkommen? Das gibt's ja nicht. Wo will er denn hin? Gibt's ja nicht. Was will er denn da oben am Kontinent? Toll, 6 gegen 2. Super. Super. Kollege ist 10 Kilometer oben am Kartenrand. Lässt mich da alleine. Ja, mir ist jetzt das Gewinnen oder Verlieren ist es nicht so wichtig. Wir wollen ja einen Soundcheck machen. Ja, wir wollen uns also den Sound anhören. Es wäre natürlich schön, wenn wir gewinnen und nicht verlieren. Aber wie gesagt, wenn der Kollege da 9 Kilometer am Kartenrand fährt, keine Feuerunterstützung macht, ja, spotten haben wir jetzt auch nichts mehr, der Feind kippt jetzt alle Dinger ein. Holt sich die Caps eine nach dem anderen, da ist die Montana wieder. Hat schon inzwischen hochgeheilt. Na komm mal raus. So, Sound ist irre. Cooler Sound, das brauchen wir mal ein bisschen Damage. Nein, das war so wenig. Was macht denn er? Ich muss auf jeden Fall zu ihm fahren, wächst der Heilung. Ich habe einen Heiler mit dabei, also einen legendären Skill mit Heilung. Und wenn ich nah bei ihm bin, dann kann ich mich heilen. Jetzt erwischt mich die Montana leider. Nur so ein halbes Schiff, er ist voll. Jetzt kommt die Stalingrad, da hinten kommt noch mal einer. Super! Wie die sich alle auf mich einschießen. Ja, ein bisschen misslungener Soundcheck. Bin nämlich tot. Jetzt steht er alleine da, der Kartenrand, Heini. Ah, was will ich da machen? Das dann haben zu, Leute. Ja, misslungener Soundcheck leider. Ja, es ging nur um den Sound. Das werden wir wahrscheinlich verlieren, weil der hat jetzt gegen 6 Schiffe alleine auch keine Chance. Er hat am Anfang nicht mitgekämpft. Das war jetzt ein bisschen schade. Aber so ist das halt ab und zu. Es ist ja ein Livestream. Und da muss man mit sowas leben. Ja, der wird jetzt sofort rausgenommen. Ich würde sagen, da starten wir schnell nochmal ein Spiel.
das ist ja jetzt egal, mit der Yamato, damit wir den Sound noch mal ein bisschen besser genießen können. Also das war schon sehr missratene Vorstellung. Aber so ist es halt im Spiel. Es ist ja ein Spiel und da kann man mal gewinnen, da kann man mal verlieren. Normalerweise liegt mein Winrate gegen Bots bei 99%. In Standard bin ich bei 68%. Also ja, da kann man halt nichts machen. Abends so verliert man auch. So ist es halt. Aber es ist ja nur ein Soundcheck. Wird eine lange Wartezeit. Anscheinend spielen da zu wenig Leute. Und es sind wahrscheinlich alles voll mit Bots. So wie es aussieht, da müssen wir mal schnell nachschauen, wie viele Bots da sind. Ja, toll. Ich bin der einzige Spieler. Ja, also 17 Bots. Also das macht ja keinen Spaß. Was soll denn der Käse? Ein Spieler gegen 17 Bots. Na toll. Eigentlich wollte ich einen Soundcheck machen und nicht einen Bug präsentieren, weil das ist ja ein Bug. Kann ja nicht sein, dass ein echter Spieler gegen 17 Bots spielt. Ja, wo gibt's denn sowas? Also der Wargaming, da müsst ihr euch mal was überlegen. Das ist ja nicht normal. Wie soll jetzt ich alleine gegen alle Bots gewinnen? Das ist ja unmöglich. Da können wir jetzt gleich so spielen wie ein echtes Standardspiel, ohne viel Vorfahren, bisschen passiv bleiben, damit wir auch lange überleben, ja, und zum Schluss halt hoffen, dass das halt immer 1:1 ausgeht und nicht wieder 6 gegen 1 wie vorhin. Vermutlich wird das vorige Spiel auch so eins gewesen sein, zwei echte Spiele und der Rest alles voll mit Bots. Also eigentlich sollte das ja nur ein Soundcheck sein. Also wir checken nochmal. Eine Des Moines ist spitz. Okay, Soundcheck beginnt. Fernseher, volle Lautstärke. Toller Widerhall. Tolles Geschützfeuer. Leider vorbeigeschossen. Der Moins hat eine kleine Kurskorrektur gemacht. Dann kommt der Klebeer. Schießen wir da mal rein. Jawohl, wir haben den Kill. Okay, wir liegen ein Schiff vorne. Also schauen, dass wir auch die Zerstörer da wegkriegen. Was machen die da? Die rammen sich, oder? Ne, auch nicht. Schwierig, schwierig, schwierig. Da müssen wir genau aufpassen, auf wen wir da schießen. Shimakaze kriegt da mal was. Hat abgedreht. So, Soundcheck, Shimakaze. Jawohl. Haben wir zwei Zerstörer weggemacht. Das ist schon mal ganz gut, wenn die Zerstörer weg sind. Jetzt müssen wir uns um die Kreuzer kümmern. Da haben wir eine Des Moines. Mit der normalen Tarnung. Nicht so wie vorhin Interstellar. Schieße in 3 Sekunden. Fünf gegen vier, wir liegen wieder ein Schiff hinten. Wow, da oben sind lauter volle Schiffe. Uncool, da haben wir eine Montana. 4 gegen 4, Montana müssen wir wegmachen. Und dann haben wir da unten noch 3 volle Schiffe, da müssen wir dann umdrehen. Aber erstmal die Montana, was macht denn die? Macht die Kehrtwende, ich sehe es nicht genau. Ne.
Die Welt erklärt, wenn ihr machen, so wie es aussieht, ist. Müssen wir mal schauen. Auf der Minimap, sie steht oder was? Ah, sie kommt doch rum, ja. Dann können wir den ausnocken, bevor der unseren Kreuzer da wegmacht. Schauen wir mal, ob wir drüber kommen. Jawohl, schöner Treffer, guter Sound. Vier gegen vier. Feind hat eine Cap, wir haben keine. Montana brennt ab, das ist gut. Und ist weg, so, dann können wir eindrehen auf den Conqueror. Serienschuss. Bedeutet alle Granaten hintereinander, Feuerknopf einfach gedrückt halten. Für mehrere Sekunden und dann hat man den sogenannten Serienschuss. Serienschießen. Bum, bum, bum. Im Gegensatz zur Salve ist der Doppelklick. Zweimal kurz drücken ist der Doppelklick. Dann schießt man die komplette Salve. Da könnte man jetzt eine Salve schießen. Schauen wir mal. Salve, klick, klick. Jawohl, den haben wir auch. Kill Nummer 4. Jetzt haben wir da oben noch eine volle Yamato. 3 gegen 2 ist es jetzt. Caps dann ausgeglichen. Die Yamato müssen wir vielleicht so notvoll rausrammen. Und auf den Kreuzer schießen. Irgendwie so haben wir das gedacht. Müssen wir mal schauen. Wie voll ist. Oh, Watchester ist voll. Vielleicht auf der Yamato spitz zufahren und auf die Worcester schießen. Jawohl, die ist fast leer. Ja, guter Sound. Yamato, guter Sound, gutes optisches. Sieht geil aus, gefällt mir sehr gut. Test Nummer 1 war mit der Fletcher, Test Nummer 2 war mit der Demoins und Test Nummer 3 war ein missglückter Test mit der Yamato. Dafür spielen wir jetzt nochmal Yamato und genießen den Sound. Kill Nummer 5. Ja, da muss ich alles selber machen. Also 17 Bots, das ist ja wirklich Drama. 17 Bots und vorhin waren es anscheinend auch 16 Bots. Aber da haben wir ja einen Spieler gehabt, der ist am Kantenrand gefahren. Jetzt wollen die sich rammen, oder? Okay, ich wollte eigentlich Kill Nummer 6 machen, aber es macht nichts. Es geht ja nur um den Sound gegangen. Also. Ja, 88.000, 5 Kills, alles cool. Haben wir alles wieder gut gemacht. Ja, das ist also die Yamato. Das soll soweit vom Soundcheck gewesen sein. Also ich wiederhole nochmal ganz kurz, Schiff Nummer 1 war die Fletcher, Schiff Nummer 2 war die Demoins mit der Interstellar-Tarnung und Schiff Nummer 3 war die Yamato. Soweit der Soundcheck. Ihr könnt gerne einen Kommentar hinterlassen und vielleicht auch das eine oder andere Schiff, wo ihr meint, die hätte noch einen besseren Sound, ja, oder sieht noch besser aus, könnt ihr gerne eben auf meinem YouTube-Kanal als Kommentar hinterlassen. Es würde mich freuen, wenn ihr da was kommentiert. Das soll soweit gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und verbleibe euer Alf Kenobi.